Wenn du in Boxen stehst, ja, bist du ja im Prinzip hier und du coverst ja, weil Boxen ist ein reiner Sport. Mhm. Ja, und limitiert. Ja, du hast ja keine Knie, keine Ellenbogen, keine Würfe, keine Kicks, so, deswegen ist es ein reiner Sport. Aber trotzdem, MMA benutzt er Boxtechniken. Mhm. Ja. So, wir haben einen vierdimensionalen Schutzschild. Das heißt, wenn wir hier sind, das ist ja so die Höhe, die Tiefe und vom Ellenbogen bis hier ist die Breite. Das hier ist ein Länger, das ist schützende Hand. Ja, suchende Hand, schützende Hand, nehmen wir Mansau, Usa. Mhm. So, hier ist die Breite etwas flacher, die Höhe auch etwas flacher, aber die Tiefe ist sehr lang. Das heißt, wenn du mir jetzt einen Jab geben willst, ja, zum Beispiel, wumm, ja, es geht die Fall, da ist ja nichts. Ein Karademann würde versuchen, alles zu blocken vielleicht, ja, traditionell jetzt mal. Wenn du kommst mit der nochmal, guck mal, die geht weiter. So, die ist ja hier, die schneidet. So, viele Wing Chun-Leute verstehen die Bewegung der Form nicht. Das heißt, du haust mir ruhig mal hier hin, das mache ich mal falsch, guck mal, wupp, ja, dann gehen sie so hier. Haben diese Position, das ist die Idee hier. So, wenn du nochmal vorstößt, mal gucken, merkst du es? Die geht ja mit, so dass ich drücke dich nicht nach, deswegen hat diese Breite dich nach außen geteilt. So, jetzt kannst du klar das machen, ja? Wenn du das zum Beispiel machst, pfum, dann gehst du da rein, du bleibst ja nicht stehen. Wenn wir jetzt ein bisschen boxen, Jabs machen, bang, 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 ja? Wir stehen ja die Distanz, wenn du mit Jabs, bam, bam, ich bin jetzt hier. Also gut, jetzt als MMA zum Beispiel, gut, wenn mein Bein reingeht, das mache ich jetzt mal auf Spaß, ja. So, ich würde jetzt nicht leben, aber da, ich könnte jetzt den Nacken hauen, ich könnte, ich würde jetzt nicht das machen, was viele im MMA machen, ja. Und das heißt ja, viele haben ja auch ein bisschen Probleme hier. Die haben das jetzt, weil viele die Kettenvorstöße nicht verstehen. Ja, wenn du jetzt mal den Jab nochmal gibst, guck mal, jetzt bist du hier rein, merkst du das? Weil mein Ellbogen ist ja deswegen, jetzt hast du mit der Höhe, hier hast du mit der Breite, die Breite hat dich geteilt. Hier teile ich die Höhe, meine andere Hand ist ja hier. Also liebe Zuschauer, ich ziehe wirklich immer auf seine Körpermitte, aber durch den Winkel deines Ellenbogens, Daisifu, lenkt er immer meine Faust um. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz in die Kamera das noch mal so von vorne erklären, wie das gedacht also, ist. Das ist ja die Breite. Das ist die Höhe. Kommt der Faustschuss von hier, dann teile ich den hier rüber, wie ein Keil halt. Ne? Hier, das ist, ein Keil hat ja, ist ein Keil, wenn ein Vorwärtsdruck ist. Also vier Dimensionen. Zeit ist die Energie, die nach vorne geht. Das ist die Breite, das ist die Höhe. Ja, und das ist die Tiefe. Zum Beispiel viele Leute, wenn die hier sind, und wenn dem einen Jab gibt, bis ich hier rausgehe, ist zu spät. Er kommt, du musst ja die Mathematik mitberechnen, seine Energie. Deswegen ist unser Wus auch hier, wenn er kommt, wenn wir vorgehen, seht ihr, der kommt erst gar nicht hier ran. Klar, er kann das alles machen. Das Problem ist ja, selbst wenn er das macht, pum, pum, jetzt ist, plötzlich machst du den da, pum, pum, ja, ich kann dahinter oder pum, ja, pum, ich bin ja weit, ich bleibe da nicht mehr stehen. Dass viele was nicht verstehen, weil im Boxen oder sowas stehst du ja immer an deiner Distanz. Ja, und wenn du ganz eng bist, dann geht es die Clinchen los und dann versuchst du halt eben zu blocken und dich zu covern. Aber im Wing Chun geht es da erst richtig los. Ja? Das heißt, es ist ja Distanzübung. Oder ich bin hier und du gibst mir einen Kick. Ja? Bam, 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 bam. Da gehe ich jetzt rein. Ich nehme dir diesen Platz weg. Das heißt, wenn man so mal überlegt, Wing Chun kämpft in allen Distanzen. Aber wir bleiben nicht in der bevorzugten Distanz des Kämpfers. Klar, in einem echten Kampf wissen wir ja nicht, ob er was kann, ob er boxen kann, ringen kann oder irgendwas kann. Das wissen wir jetzt nicht. So, von daher, let's say, selbst wenn du jetzt plötzlich kommst und reißt mein Bein und jetzt wirfst du mich plötzlich runter, ja, ich kann hier runter, klar, ich kann diese ganzen mitmachen, aber das wäre jetzt kein Wing, Entschuldigung, dein Mikrofon, das wäre jetzt kein Wing Chun, weil wenn ich hier halte, kann ich nicht mehr wehtun. Wir gehen davon aus, der Jiu-Jitsu macht oder ringen, ist stärker als wir. Das heißt, warum soll ich in sein Feld gehen? So, dass also, wenn wir es langsam machen, einfach durch mich wieder greift. Guck mal, bumm, wenn ich hauen kann und du stürmst weiter auf mich, dann bumm, ja, bumm, 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 ja, bumm, bumm, dann bin ich hier, so. Dann von hier, bumm, bumm. Oder wenn du zum Beispiel jetzt hier bist, ja, und dann, ja, zum Beispiel, jetzt haust du mir rein. Guck mal, bumm, bumm. Ja, das heißt, ganz langsam. Guck mal, ihr kommt, das ist ein Zugangel, Kehlkopf. Ich hau hier rein, drück ihn weg, bumm. Ja, kann ich klar. Ich kann diese, und dann hin, wenn er ein paar abgekriegt hat, mit der anderen Bewegung von mir runterholen. Ja? So Sachen. Oder zum Beispiel, du kommst mit zum Außenhaken. Ja? Bam, ja? Siehst du, hier würde es auch weitergehen. Ich würde jetzt ja hier nicht stoppen. Und der würde das machen. Ja? Was passt im normalen Sport? Pam, pam, kommt hier, puch. Dann müsste ich sowas machen. Hier geht's. Pam, puch. Ja? Geht weiter. Puch. Boom, ja? Ich würde halt. Weiter mal, selbst wenn du hier angreifst, Sicherung durch. Ja, so ein paar kleine Ideen, dass du siehst, was wir machen. Und es ist sehr aggressiv. Ja. Du siehst ja auch, ich bin ja sehr kompakt und Multitask. Während
wenn wir hier das machen, bumm, bumm, ja, oder du gibst mir Low Kick, bumm, ja, oder sowas, oder kommt, bam, bam, dann greift die plötzlich rein. Aha. Ist eine Sache, eine Sache. Ja, und das ist sehr, sehr wichtig. So, Sport und Turnier und dann Selbstverteidigung, Straße, für mich zwei paar Sachen. Und alle Sportarten haben Respekt, sollten auch haben, weil die haben miteinander nichts zu tun. Ja. Ist eigentlich keine Konkurrenz, aber ist ja die Einstellung des Vertreters. Genau, wenn ich das richtig verstanden habe, dann spielst du das Spiel, also mein Spiel, wenn ich dich angreifen möchte, spielst du gar nicht mit. Du versuchst mein Spiel sozusagen kaputt zu machen und durch deinen Weg das zu dominieren. Was auch mir aufgefallen ist, liebe Zuschauer, wenn ich klassisch an klassische Kampfkunst oder Kampfsportarten denke, da ist es, wo du hast jetzt nicht, wenn ein Schlag kommt, hast du jetzt nicht erst abgewehrt und dann gestanden. Du hast wirklich versucht, gleichzeitig beide Arme zu benutzen. Das heißt, Schlag und Abwehr sind in einer Bewegung. Weil die vier Dimensionen, das ist ja wie ein Airbag. Was hat ein Airbag, wenn es vier Dimensionen? Ja. Breite, Höhe, Tiefe und ja, wenn die Chemikalien nicht da sind, ja, ist, wenn du mir einen Jab gibst, ja, ich bin ja da. So, dass das, gib mir einen Jab und gib mir einen geradeaus, kommst du ja gar nicht. Ich habe schon fünfmal geschlagen. Ja, weißt du, was ich meine, so ungefähr. Aha. Wir stoppen da nicht. So, während, wenn du Wing Chun falsch verstehst, gib mir einen Jab. Jetzt machst du ja mit das mir kann, Kickboxen ja, oder Boxen. Ja, dann mit, ist ne? ja nicht. Du hast nur eine Runde. Da musst du natürlich so, was ich meinen Schülern sage, trainiert, ihr fragt eure Waffen. Das Problem ist Wing Chun, Mann, der hat so viele Techniken, macht Chisao, Chisao, ding, 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 ding. Das ist kein Wing Chun. Chisao ist eine reine Trainingsmethode. Ja? Zum Beispiel, du machst irgendeinen Angriff, bang, bang, ja? Da bin ich ja hier. So, von da kommst du wieder drin, mach was anderes. Ja? Ich kontrolliere, egal was du machst, das ist das Gefühl, was du dichtest. Wo dann natürlich die hergekommenen Sportarten gar nicht, die deppen sich. Ja. Und damit wer das ein bisschen hat, ist der Ringer. Ja, wenn, ja, wenn wir ringen, ich fühle das ja, merkst du, ich kann was manchmal packen. Ja. Du bist hier, mach mal was, merkst du? Ja, der fühlt, der hat ja das Gefühl in den Händen vom jahrelangen Clinchen. Du hast ja genau nichts anderes als die Muskeländerungsvermögen. Das ist eigentlich auch Chiesau. Ja. Nur bei uns ist es auf Schläge, auf alles, auf Ringen, alles. Konzentriert. Aber die meisten Wing Chun-Leute sind faul. Faul. Okay. Die trainieren nicht hart. Und deswegen, wenn, egal was ich mache, Bongsau, das sind ja Sachen, die ich nicht selber mache. Das heißt, wenn du mit der Faust kommst und dein Ellenbogen drängt mich rüber, du verbiegst, weil ich entspannt, ich mache so, bang. Ja, wenn ich so mache, ist ja meine Energie. Jetzt drückst du aber vor, pupp, so. Siehst du, wie dein Balance verloren hast? Ja. Weil ich nicht ging. Also, wie beim Airbag ist genug Power, innen drin, dass ich nicht kollabiere, aber stark genug, wenn du vorgehst, dass du mich wegdrückst. So, wenn du mit Schritt reingehst, plötzlich hier, guck mal. Weil die meisten Wing Chun Leute gibst, die stehen hier, das heißt deine Rechte. Und dann kommt, wenn du mir zwei Stück gibst, also eins, zwei, weißt du, ich meine, so, wenn du richtig Wing Chun, jetzt müsstest du rüberdrehen zu mir. Ja, jetzt habe ich einen langen Weg zu dir wieder, ne? Ja, dann bin ich hier, ja. Ich bin ja schon da. So.